Jo, hi, zurück zu Assassin's Creed. Wir sind hier kurz vorm Attentat. Das war schon die richtige Stelle. Aber ist irgendwie komisch. Jede Schrift in dieser Stadt muss Oh, die zerstört verbrennen werden. die Bücher. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein. Ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. War sehr nett. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Ja, ich komme gleich. Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Braucht ihr etwas? Hinfort! Heute ist ein ruhmreicher Tag! Heute ist ein ruhmreicher Tag, also. Ihr seid hier nicht erwünscht. Was ist das denn hier? Ne? Nee, das ist doch nicht. Okay, das ist aber Bücherverbrennung Number One. Ich muss auch ein bisschen raus hier. Ein bisschen weniger auffällig sein. Da geschah gar nichts. Hey, ich war ganz, man konnte mich gar nicht erkennen. Ich war ein Kopfnicker. Das wird ja lustig, wenn ich hier 20.000 Leute wegmauchen muss. Und ich muss scheinbar auch ein bisschen was gegen die Bogenschütze machen, die den ganzen Tag natürlich hier rumstehen. Oh, die fallen vom Dach. Gutes Volk, Damaskus. Ihr tut das Rechte. Lasst uns die Stadt von dir öffnen. Alter, wieso fallt das denn nicht so richtig? Gutes Volk von Damaskus. Ich muss ein bisschen angreifen. Lasst uns die Stadt von dir öffnen. Ja, da kommen wir, glaube ich, 20 Leute an. Inklusive Bogenschütze. Ja, fällt auch noch runter. Okay, gut. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen laufen. Stirb, Ungläubiger! Alles voller Bogenschützen hier. Okay.
Und der Bogenschütze hat auch ein Schwert. So, könntest du weglaufen? Ich muss eigentlich gar nicht kämpfen. Die alle wegfallen, na gut. So, wo ist er denn, der Bogenschütze? Da hinten, oder was? Nee, der sieht mich nicht. Steht hier oben drauf, oder wo? Wo bist du? Also, erstmal müssen wir uns ein bisschen erholen. Und zweitens ist da hinten einer dieser Dinger. Ah ja. Probieren wir hier drauf zu springen. Weil die Bogenschützen gehen schon ganz schön auf den Sack. Zu suchen. Okay. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit befreien. Das ist nur gerecht. Und aus den Flammen wird sich eine neue Zeit erheben. Eine der Wahrheit und Einheit. Regiert von der einzig wahren Weisheit. Auch ihre Warum? Wir haben ihn. Habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche. Für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Okay, wir müssen hier raus. Gab's hier eine Treppe? Ja. Leiter. Leiter gecheckt. Das ist natürlich wieder Stadtalarm hier. Na klar, nehmen Sie nicht. Komm rauf. Am besten wäre natürlich gleich in Richtung Headquarter. Oh, abgestürzt, scheißen Dreck. Mhm. Sehr gut abgestürzt. Gut gemacht. Guck mal, alle kommen hinterher. Das raffen sie nicht, ne? Wenn ich abstürze, sind sie ja gleich alle dabei. Guck mal, hier warten sie schon auf mich. So, darüber, darauf. Na, vielleicht klappt's. Nee. Ach,
Guck mal, kann nicht mal mehr so einen Kasten hochkrabbeln. So schwach ist er schon geworden. Der Jute. So, spring rüber. Leiter wird überbewertet. Und rein. Ah, Glück gehabt. Wir können, ich glaube, gar nicht so weit weg vom Headquarter. Mal gucken. Lim, lim, lim. Es gibt jede Menge Bogenschützen neu auf dem Dach. Na, vielleicht muss ich mich von einem zum nächsten hangeln. Na, er ist schon wieder da. Ah, der war clever. Und kämpfen kann er auch. Okay. Altair, sag bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja. Hatte ich. Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule okay. Vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Bisschen gechillt. Okay. Den haben wir gechillt, den Kollegen. Jetzt geht's zurück. Okay. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. An? Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Dip, dip, dip. Warum diese Männer? Jubair und Siebrand. Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen?
Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ir. Okay, gut. Was müssen wir denn jetzt machen? Noch einen in Jerusalem, glaube ich, ne? Oder ist er noch nicht bekannt? Eigentlich schon. Schwing, schwing. Okay, was haben wir gekriegt? Kurzschwert. So, wir wollen nicht trainieren, wir wollen abhauen. Und ich meine, Jerusalem liegt jetzt noch an, ne? Oder? Kurz gucken. So, Rang 8. Okay, komm. Wir düsen mal los. Training wollen wir nicht, können wir nicht, haben wir nicht. Was treibt ihn wohl so an? Warum tut er das? Wo will er hin? Wo will er hin? Zum Stall, zu seinem Pferdchen. Das ist wohl ganz klar. Und dann reiten wir los. Wieder nochmal ein Eis. Und dann reiten wir los. Ja. Aber man muss halt schon sagen, dafür, dass das, ich glaube, 2007 ist das Spiel, ist immer noch extrem cool spielbar, muss ich sagen. Also, die haben schon alles richtig gemacht, die Kollegas. Grafik ist jetzt auch nicht, dass man sagen müsste, oh, da müssen sie sich für schämen. Echt cool. Vielleicht so Schnellreisen oder sowas, das wäre vielleicht jetzt hier irgendwie nett, weil hier immer hin und her reiten ist eigentlich nicht notwendig. Aber ansonsten ist das alles komplett echt okay. Fast 10 Jahre alt, das Spiel, Wahnsinn. So, wir müssen nach Jerusalem, meine ich, oder? Nö, nee, Akkon, okay. Mhm. Okay, dann reiten wir wieder hin. Ja, nein, der scheint nicht für etwas zu fliehen. Ich will einfach nur in die City rein. Oh, Entschuldigung. Meine Güte, ich hab den aus Versehen. Ah, François. Ein Diener Gottes. Bin der Rache Gottes. Ich habe aus Versehen einen angeritten. Das ist aus Versehen passiert. Ich sehe gleich so einen Trapper an, ja, Kollege. Und dafür müssen sie jetzt alle sterben. Das ist überhaupt nicht schwer. Wie viele kommen da jetzt noch? 20 oder was? So, die hauen ab, dankeschön. Mann, echt, ich habe aus Versehen einen angeritten. So, müssen wir wieder mit Gelehrten rein oder wie geht der? Jede Menge. Cool, ne? Ich muss oben rüber krabbeln, ne? So ist es in Akkon. Oh, Wache, ein Mörder. Ich muss hier mal kurz krabbeln.
Okay, komm. Wir schwingen uns da rein. Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Was denkt sich dieser Mann nur? Okay, jetzt mal noch eben gucken, wo ist denn... Ah ja, das wäre die ganze in der Nähe, soweit ich weiß. Jetzt mal runterspringen und dann gucken. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Total lustig wäre das. Wir gehen hier über diesen großen... Ja, diesen großen Platz hier und dann biegen wir ab, ne? Wieso war das da? Und jetzt sind hier wieder die Schlägertypen. Ne, ist der falsche Platz, na egal. Also, hier... Und dann lass ihn schon mal aufs Dach rauf. Oh, da drüben stehen schon wieder Bogenschützen. Ich werde wahnsinnig. Okay, hier nicht runter. Ching, ching. Ah ja, hier sind diese ganzen kaputten Häuschen. Aber ich komme da auch nicht rüber, wenn ich rüberspringe. Ups, ja, Bauer, alles klar. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Ach, wieder Schwertchen am Start. Ich wollte natürlich nicht das Schwert. Und er hier auch noch. Hi. Okay, kaputti. So, wer sagt mir jetzt, wo die Headquarter ist hier drüben? Ne? Ich kann mir auch Orte gar nicht so gut merken. Wo sind die denn? Ist noch ein bisschen, ne? Hi. Hi. Wer ist dafür verantwortlich? Wer war das? So, hier rüber. Oh, ein Fähnchen, sehr schön. Da ist es. So, aber wo? Da drüben irgendwo, ne? Da. Ja. Hier sind wir. Seid so, gegrüßt, alter ihr. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Alter, dieser lautet mein Chef. Guck mal hier. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkon. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Ist doch der Meister verkleidet. Ja, Rafik. Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Ja, mach ich. Okay, komm, wir müssen hier mal raus. So, ich denke mal, wir müssen wieder ein paar Türmchen klar machen. Lass mich mal kurz gucken, wo ist es? Hier rein, irgendwo. Wo ist es? Dann gehen wir hier rein. Das ist dann in die Richtung. Lass mal gucken, wo da irgendetwas fliegt, da hinten. Boah, ich kann da jetzt nicht auf so eine Festung rauf. Lass mal kurz gucken, was es hier noch gibt in der Nähe. Da hinten sind noch schöne Türmchen. Geht, Bauer. Ey, ich glaube, es gibt gleich Ärger. Da hinten ist auch noch alles Mögliche, was ich einsammeln kann. So, wo ist denn die Richtung? Die Richtung ist aber eher da. Okay, zum Hafen hin. Mhm. Okay, lass mal gucken, dass ich hier irgendwo einen Turm finde. Boah, der da hinten. Schert euch fort! Schert euch fort? Ich glaube, es hackt. Guck mal, hier, Chaka. So, es tut mir leid für dich, aber... Hier drüben! Schert euch fort, ist nicht ein Assassine. Wo denn? Boah, der ist schnell. Der ist schnell. Und runtergefallen. Ich weiß, dass du dich versteckst, du Feigling. Da ist er. Da sind so viele Bogenschützen hier. Das ist ja Wahnsinn. Zum Spielen? Keine Zeit. Kann ich irgendwo lang?
komm, geh mal wieder rauf. Ich versuche mal, die irgendwie zu umgehen. Da ist mir noch ein Fähnchen hier. Kling. So, wo ist denn... Okay, da drüben ist eine... Ah, zwei Bogenschützen. Drei Bogenschützen, oder was kommt da? Ja, drei. Okay, lass uns gucken, ob ich da rüber kann. Wie zu Katapulten. Ach, jetzt habe ich noch nicht mal... Nicht mal ein Messerchen. Okay, wenigstens mal eben hier den Turm noch angucken, dass wir wissen, wie viel Zeug wir hier zu erwarten haben. Ups, ja, auch cool. Ja, weiter hoch. Naja. So, einmal sinken, mal gucken. Okay, was haben wir? 9 Stück, alter Verschwede. Schwedisch. Okay, also ich versuche mal ein paar zu machen. Und melde mich dann in der nächsten Session, okay? Also, bis dann. Ciao.